Herzlich willkommen zum Vortrag. Wir sind ja heute ganz nach dem Motto Fußball hier organisiert und jetzt sind wir eigentlich am Ende der ersten Halbzeit sozusagen. Das Spiel wird etwas ruppiger und als Trainer muss man jetzt eigentlich natürlich die Bahn in eine richtige Richtung lenken und das versuchen wir auf Portfolioebene oder in unserem Ansatz mit dem Overlay zu steuern. Und wie in der Einführung schon gesagt war, das Thema meines Vortrags ist Fremdwährungsrisiken. Praktische Anwendung von Overlays. Und vielleicht ganz kurz zu meinem Background. Ich bin eben seit 2 Jahren jetzt bei der Pensionskasse Stadt Zürich. Und eben wie Herr Blum schon gesagt hat, die PK Stadt Zürich ist eigentlich ein recht bekannter Player. Und ich gehe teilweise heute auch in die Historie zurück, habe eigene Erfahrungen eben seit 2 Jahren. Daher kann es durchaus sein, dass die Historie einigen von Ihnen vielleicht bekannter ist als mir selber. Aber ich hoffe, dass ich dann den Teil auch zumindest nah an dem, wie es abgelaufen ist, auch hier vorstellen kann. Jetzt muss ich mal. Zunächst zu unseren Grundsätzen im Währungsmanagement. Also bei uns ist der Ansatz gegeben, dass wir Fremdwährungsrisiken oder Fremdwährungsanlagen immer auf voll währungsgesicherter Basis betrachten möchten. Das heißt, durch das Overlay verhindern wir eine Vermischung von Anlage- und Währungsrisiken. Also Fremdwährungsrisiken werden bei uns dann als im Prinzip eigene Anlagekategorie im Gröberen betrachtet. Wir bilden also auf der Gesamtportfolioebene, bei der Entwicklung unserer Anlagestrategie, eine Vermögensallokation und eine Währungsallokation. Die Vermögensallokation behandelt dann die verschiedenen Anlageklassen so, als wären alle im Prinzip in Schweizer Franken denominiert. Und dann hat man noch eine Währungsallokation, wo man dann wirklich versucht, das Währungsuniversum auf dem Gesamtportfolio über ein Overlay auf das gewünschte Niveau zu steuern oder auf die gewünschten Levels zu steuern. Eben im Detail will ich heute vor allem auf oder weniger auf die Technik abzielen, sondern mehr auf die Philosophie, die bei uns dahinter steckt und dann eben noch kurz auch auf die Umsetzung eingehen. Zunächst hier einen Ausschnitt aus der Anlagestrategie. Unsere Anlagestrategie wird im Prinzip jede 4 Jahre revidiert oder neu überarbeitet. Grundlage ist eine ALM-Studie, die wir intern durchführen. Berater führt ebenfalls eine ALM-Studie durch. Dann wird quasi das Resultat verglichen, verifiziert, diskutiert und dann kommt man mit dem Resultat in die Anlagekommission. Und daraus leitet sich dann die Anlagestrategie ab. Und Teil der Inputs in die ALM-Studie sind natürlich dann die Renditeannahmen über die verschiedenen Anlageklassen. Und eben, was ich vorher gesagt habe, wir trennen im Prinzip die Anlagerisiken und Währungsrisiken. Das heißt, hier die formulierten Renditen sind und formulierte Volatilitäten der einzelnen Anlagenklassen sind quasi auf voll währungsabgesicherter Basis berechnet oder anders ausgedrückt als Lokalwährungsrenditen der einzelnen Assets. Also wir haben beispielsweise hier die Fremdwährungsobligationen. Hier nehmen wir an, dass die Durchschnittsrendite von 4% pro Jahr, also auf dem langfristigen Niveau erwarten lassen und eine Volatilität von 3,5% besitzen. Man sieht eben hier, das Währungsrisiko ist völlig ausgeschaltet. Das heißt, verglichen jetzt mit den Schweizer Franken-Obligationen hat man hier sehr ähnliche Durchschnittsrenditeerwartungen. Schweizer Franken haben wir 3,5% und eben eine etwas geringere Volatilität. Und hier ist einfach die Annahme die langfristige Erfahrung des Zinsinsel-Effekts mit berücksichtigt. Aber da sehen Sie eigentlich die Idee, dass wir im Prinzip die Anlagekategorien wirklich so betrachten, als wären das in Schweizer Franken denominierte Anlagen. Dann haben wir eben neben den Anlagen explizit die Währungsexposition ausgewiesen. Auch für die Währungsexposition haben wir dann bestimmte Durchschnittsrenditeerwartungen und eine Volatilität angegeben. Ich werde das gleiche Schaubild an späterer Stelle nochmal zeigen und werde explizit nochmal auf die Währungsexposition dann eingehen. Und eben nochmal abschließend, als Schweizer Franken-Investor kann man natürlich nicht die Lokalwährungsrenditen erzielen, aber mit einer nahezu vollen Währungsabsicherung kann man möglichst nah an die Renditen herankommen.
Jetzt gibt es die Hypothese, ist eine volle Währungsabsicherung oder eine volle Währungsabsicherung ist nicht sinnvoll. Hintergrund der Hypothese ist die Idee, dass Aktien beispielsweise einen gewissen eigenen Hedge bieten. Also ganz einfach ausgedrückt, wenn ich in der USA ansässige Firma bin, der US-Dollar wertet ab, dann stärkt sich meine Wettbewerbsfähigkeit, kann dementsprechend mehr Produkte absetzen, habe ein höheres Renditepotenzial und dann wird eben meine Lokalwährungsrendite steigen. Das heißt, implizit hat man dann zu der Währungsbewegung auf der Anlagekategorie eine gewisse Gegenbewegung. Aber um das geht es bei unserem Ansatz nicht, sondern das Ziel ist wirklich auch in der Strategie eine unabhängige Formulierung der Risiken auf der Anlagekategorienebene und der Währungskategorienebene. Also betrachten wir hier die Volatilität von Fremdwährungsobligationen. Fremdwährungsobligationen hat per se bei uns in der PK Stadt Zürich noch die Philosophie, das sind die relativ sicheren Anlagen. Dadurch, dass wir einen Customized Benchmark haben, vermuten wir, dass die auch heute noch relativ sicher sind in unserem Portfolio. Wir sind dann eben weg von Marktkapitalisierung gegangen und versuchen eben die Staatsanleihen anhand von makropolitischen Faktoren und eben auch letztendlich Ratings zu beurteilen. Und hier eben das Beispiel Fremdwährungsobligationen. Wenn wir jetzt natürlich das ungesichert in unserem Portfolio als Anlagekategorie berücksichtigen würden, dann wäre die Anlageklasse sehr volatil und könnte natürlich in Krisenzeiten nicht als Rückzugsasset benutzt werden. Da man aber aufgrund der Liquidität nicht alles in Schweizer Franken-Obligationen halten will, sondern über Anleihen weltweit diversifiziert sein will, ist der Ansatz eben der Währungsabsicherung erforderlich. Und nochmal zurück zur Hypothese. Sofern aber obige Hypothese als richtig beurteilt werden würde, also Aktien bieten einen gewissen natürlichen Hedge, dann wäre die Konsequenz, wenn man eben einen entsprechend hohen Aktienanteil hat, dann braucht man eine entsprechend geringere Währungsabsicherung, weil man dann einfach einen Countereffekt hat. Und da will ich an späterer Stelle nochmal unsere statistischen Erfahrungen aufzeigen. Zurück zu unserem Ansatz, Währung als eigene Anlagekategorie. Wenn wir Währung als eigene Anlagekategorie betrachten, dann ist es völlig unabhängig oder spielt es absolut keine Rolle, wenn der US-Dollar beispielsweise um 10% abwertet, ob das der Verlust auf eine US-Obligation oder auf eine US-Aktie angefallen ist. Für uns zählt quasi, oder wir steuern auf der Gesamtportfolioebene die US-Dollar-Exposition global. Das heißt, wir haben einen Verlust auf unsere Währungsexposition, die eben durch das Overlay letztendlich definiert ist. Aber auf der Anlagekategorienebene betrachten wir eben, wie gesagt, nur die Lokalwährungsrendite. Konsequenz aus der ganzen Überlegung ist, dass wir dann eben in unserer Strategie, in unserer Anlagestrategie, auch eine Zielallokation für die einzelnen Währungen explizit definieren müssen. In der Anlagestrategie sieht das dann folgendermaßen aus, wie ich eingangs erwähnt habe. Gliedern wir dann unser Portfolio oder führen wir eine Vermögensallokation und eine Währungsallokation durch. Die Vermögensallokation ist eben dann auf die Anlagekategorien abgebrochen und wie Sie sehen, alles was in Fremdwährungsanlagen denominiert ist, ist mit Rot umrahmt. Das heißt, wir haben insgesamt recht hohen Fremdwährungsanteil, wenn wir jetzt das Overlay mal außer Acht lassen. Der beträgt dann, wenn man die einzelnen Zahlen zusammenrechnet, rund 61%. Wenn wir aber jetzt die Währungsallokation anschauen, dann ist die Schweizer Frankenallokation 90% und die Allokation der Restwährung beträgt in der Summe 10%. Restwährungen sind dann eben die Hauptwährungen US-Dollar, Euro, Pfund und japanische Yen, die abgesichert sind. Und dann sind das noch kleinere abgesicherte Währungen. Ich werde nachher aufs gesamte Universum kurz eingehen. Und eben Emerging Market Währungen, wo wir nicht bzw. teilweise indirekt absichern. Das ist eben auch noch ein Teil, den ich nachher noch ausführlich erläutern möchte. Bei der Festlegung der Vermögens- und der Währungsallokation spielen dann natürlich die Korrelationen eine Rolle, und zwar die Korrelation der Anlagekategorien untereinander, aber auch die Korrelation der Anlagekategorien mit den einzelnen Währungen.
Das heißt im Prinzip, wenn wir eine Zielallokation für eine einzelne Währung definieren, dann schauen wir an, die zugrunde liegenden Anlagen, in welchen Asset-Kategorien sind die tatsächlich gehalten. Wenn wir dann einen hohen Anteil an beispielsweise Aktien oder Commodities in der entsprechenden Währung haben, dann sind die Underlyings relativ hoch, relativ volatil. Und das bedeutet, dass man dann eine etwas höhere Zielexposition in der Währung auf Gesamtportfolioebene halten muss oder aus operationalen Gründen halten soll. Eben, dass man nicht innerhalb eines Monats ständig das Währungshedging anpassen muss. Also nachher doch expliziter darauf eingehen, aber dass man im Prinzip die Hedge-Strategie oder die Absicherungsstrategie relativ kontinuierlich und regelmäßig und in regelmäßigen Zeitabständen durchführen kann, ist es eben essentiell, dass man eine gewisse Exposition auf dem Portfolio hält, abhängig von den statistischen Beziehungen. Und diese Exposition wird dann im Prinzip jährlich überprüft. Falls es natürlich ein Hedge gibt, was ich vorher angesprochen habe, im Aktienbereich, dann müsste sich das jetzt hier in den Daten zeigen. Also wir haben hier die einzelnen Währungen und wie Aktien denominiert in Schweizer Franken und Aktien Ausland hedged natürlich jetzt, die Lokalwährungsrendite korreliert sind mit den einzelnen Währungen. Und wenn tatsächlich dieser automatische Hedge bestehen würde, müsste man hier in den einzelnen Währungen eine negativ oder eine signifikant negative Korrelation haben. Das heißt, wenn man eine entsprechende Entwicklung in der Fremdwährung hat, dann muss die Anlagekategorie oder in Lokalwährung die Anlagekategorie entsprechend die Gegenbewegung machen. Und wie man sieht, ist das eben nicht der Fall. Das heißt, aufgrund unserer historischen Daten 1975 bis 2011 lässt sich dieser automatische Hedge nicht zeigen. Ja. Letztendlich berechnen wir dann, also das, was Sie hier sehen, ist ein Ausschnitt aus der Varianz-Kovarianz-Matrix. Und eben aus diesem Zusammenspiel, wie ich eben schon versucht habe zu erläutern oder anzureißen, wird dann die Zielexposition definiert. Also wir, wenn wir jetzt beispielsweise auf den US-Dollar eingehen, wie legen wir die Zielexposition des US-Dollars fest? Wir haben dann US-Dollar eben in Aktien, in Commodities, in inflationsgeschützten Anleihen, in Hedgefonds und so weiter. Entsprechend wird der Anteil der unterliegenden Allokationen, Vermögensallokationen mit der entsprechenden Volatilität gewichtet und dann Value at Risk berechnet. Also man will durch die Berechnung verhindern, mit einer Wahrscheinlichkeit von Signifikanzniveau ist bei uns 99%, also mit einer 99% Wahrscheinlichkeit, dass man innerhalb eines Monats einen Verlust erleidet, der so groß ist, dass man ein Rebalancing durchführen muss. Das heißt, man berechnet einen notwendigen Puffer, der in der bestimmten Fremdwährung gehalten werden muss. Dieser notwendige Puffer ist aber für uns quasi immer noch nicht konservativ genug. Das heißt, wir schlagen dann oder wir runden dann auf den nächstgrößeren vernünftigen Prozentsatz. Das heißt, im US-Dollar wäre der notwendige Puffer, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, rund 1,6% auf dem Gesamtportfolio. Gut, US-Dollar haben wir etwas volatilere Anlagen. Wir sagen dann, dass die Zielallokation auf Gesamtportfolio dann rund 3% ist. Das heißt, 3% US-Dollar ist unsere Gesamt-US-Dollar-Exposition auf unserem Portfolio. Und diese Zielexposition, die versuchen wir dann im Prinzip monatlich zu steuern, beziehungsweise monatlich bekommen unsere Währungsmanager dann entsprechend Absicherungsvolumen oder das Absicherungsvolumen angepasst an die unterliegende Entwicklung der Finanzmärkte, auch an entsprechende Restrukturierungen, die durchgeführt worden sind, sodass wir dann wieder auf der Zielallokation von 3% letztendlich landen. Der Übergang ist noch im Prinzip, man könnte natürlich über die Korrelation auch einen Hedge-Ratio-Ansatz fahren. Hedge-Ratio-Ansatz ist eben eine andere Philosophie, als wie wir das durchführen, dass man eine Zielallokation auf Gesamtportfolio-Ebene hat. Hedge-Ratio-Ansatz ist in dem Fall definiert man kann das definieren auf Gesamtportfolio-Ebene oder eben auf eine einzelne Anlagekategorie.
Bei uns in der Anlagestrategie vor 2008 hatten wir eben den Ansatz, dass die Hedge Ratio definiert wurde für spezifische Anlagekategorien und beispielsweise bei Aktien hat man dann eine Hedge Ratio von 50% gehabt. Und der Hedge Ratio Ansatz hat aber eine gewisse, oder ein gewisses Risiko, dass man dann die Exposition, der man tatsächlich in einer bestimmten Währung ausgesetzt ist, nicht steuern kann. Das heißt, wenn man Marktbewegungen hat oder wenn man Umstrukturierungen hat, dann ist die tatsächliche Währungsexposition ständig verschieden. Also betrachten wir ein relativ einfaches Beispiel hier. Nehmen wir an, wir haben einen Teil von Schweizer Frankenobligationen und was wir jetzt beispielsweise auch im Rahmen unserer Strategiedynamik machen, wenn die Märkte besser laufen, man hat einen höheren Deckungsgrad, kann man ein höheres Risiko nehmen, erhöhen wir unseren Aktienanteil, reduzieren die Obligationen. In dem Fall, das hypothetische Beispiel, wir verkaufen Schweizer Aktien, kaufen Aktien Ausland dazu, dann würde sich die zugrunde liegende Währungsexposition erhöhen. Nehmen wir einfach das Beispiel, ursprünglich war die Fremdwährungsexposition in US-Dollar 1%, eine Milliarde. Und jetzt würde man die Exposition auf, um 100% erhöhen, dass man dann 2 Milliarden hätte. Wenn man jetzt eine Hedge Ratio von 50% hat, dann steigt unser Fremdwährungsrisiko in US-Dollar von 500 Millionen auf 1 Milliarde an. Das heißt, wir haben dann wirklich massiv mehr Währungsrisiken, obwohl wir die eigentlich nicht eingehen wollen. Das heißt, als Fazit hier aus dem kleinen Gedankenexperiment, die Hedge Ratio sagt letztendlich nichts aus über die tatsächliche Fremdwährungsexposition, die man auf dem Portfolio hat. Und hier auch nochmal ein Beispiel direkt aus unserem Portfolio. Wieder die US-Dollar-Exposition. Was wir eben anstreben auf dem Gesamtportfolio ist eine Währungsallokation im US-Dollar von rund 3%. Das heißt, natürlich gab es ganz leichte Schwankungen auch um die 3% rum durch die Marktentwicklung. Aber im Prinzip hat man über den ganzen Zeithorizont von September 2010 bis jetzt hier August 2011 betrachtet, eine Zielexposition von 3% auf dem US-Dollar durchgehalten. In der Zeit hat sich aber die ungesicherte Dollar-Exposition, das ist jetzt die rechte Achse, und das ist die blaue Kurve, also die zugrunde liegende Dollar-Exposition ohne Hedge, war anfangs der Betrachtungsperiode bei etwas über 25% und ist dann aber im Zeitablauf etwas angestiegen. Und wie sieht das dann aus mit einer fixen Hedge-Ratio, zum Beispiel von 88%? Also wenn wir per Annahme sagen, ja, die US-Dollar-Exposition auf Gesamtportfolio-Ebene wird zu 88% gehedged und eben nicht als fixer Prozentsatz definiert oder als Zielexposition auf dem Gesamtportfolio, dann wäre die eben endogen bestimmt und dann wäre die grüne Kurve die relevante Exposition. Das heißt, die würde eben hier schwanken von 3% bis 3,7%. Das heißt, wir hätten also signifikant mehr Währungsrisiken eingenommen über eine Definition von einer Hedge Ratio. Hier vielleicht nebenbei, in der Parallelveranstaltung geht es ja um das Thema Kapitalschutz und eben im Zeitablauf 2009 bis 2011 konnte man eben mehr Risiken eingehen, hat man eben den Aktienanteil erhöht, Obligationenanteil entsprechend reduziert. Und das ist die Begründung auch, dass sich dann der US-Dollar-Anteil auf dem Gesamtportfolio in der Zeit erhöht hat. Jetzt kann man das Beispiel natürlich auch umkehren. Gegeben, dass wir die Zielallokation von 3% US-Dollar auf dem Gesamtportfolio haben, kann man natürlich auch für die US-Dollar-Exposition dann die implizite Hedge-Ratio berechnen, die dann eben dynamisch ist. Und das wäre dann eben die Entwicklung der impliziten Hedge Ratio. Wir würden also hier bei rund 88% starten, das war Ausgangspunkt der vorherigen Überlegung und die wäre dann aber im Prinzip hier endogen, bestimmt würde über 90% dann ansteigen im Zeitverlauf. Was ist also das Ziel unseres Ansatzes? Das Ziel unseres Ansatzes ist im Prinzip die Streuung der Renditen der einzelnen Anlagekategorien zu reduzieren, indem wir die Währungsrisiken quasi eliminieren. Wie wir in den letzten Jahren sehr stark gesehen haben, Wechselkurse können eben extrem stark schwanken, teilweise eben auch politisch getrieben sehr stark schwanken
Und das kann über die Zeit zu enormen Verlusten oder Gewinnen, je nachdem in welchem Umfeld man sich befindet, bewegen und, oder führen. Und daher wollen wir einfach dieses Risiko nicht auf dem Portfolio tragen, sondern wir werden quasi durch den Hedge einfach auf potenzielle Gewinne aus der Währungsabsicherung verzichten, dafür auch keine Verluste in Kauf nehmen. Und ja, im Prinzip das nicht wegdiversifizierbare Risiko wollen wir nicht tragen. Nicht wegdiversifizierbar ist jetzt hier vielleicht missverständlich formuliert. Das Currency Overlay tut ja genau die Risiken wegdiversifizieren. Aber wenn wir uns jetzt einfach auf der Anlagekategorien-Ebene befinden, dann können wir eben keinen Diversifikationsgrad, außer man hat eben ausschließlich Schweizer Franken Anleihen, keine Diversifikationsmöglichkeit finden, um die Fremdwährungsrisiken hinreichend zu eliminieren. Also die automatischen Hedges, die funktionieren eigentlich nicht, soll das hier bedeuten. Und wie gesagt, alles in Schweizer Frankenanlagen wollen wir eben auch nicht halten, haben wir ein extremes Home-Bias-Risiko. Ja. Das heißt, wir kommen jetzt nochmal zurück zu dem Bild, das ich anfangs meines Vortrags schon mal gebracht habe, nämlich der Formulierung der Durchschnittsrenditen auf Anlagekategorien und Währungsebene und die Formulierung der Renditevolatilität. Und wie Sie hier sehen, ist die Wechselkursvolatilität extrem hoch, verglichen mit zahlreichen anderen Anlagekategorien, aber der erwartete Return ist hier quasi vernachlässigbar. Also bei uns ist er noch positiv, wenn man die letzten Jahre zugrunde liegt oder die statistischen Daten zugrunde legt, ist er sogar negativ. Bei uns ist er positiv, weil man hier mit einem gewissen Modellansatz hingeht. Und dadurch, dass in der Schweiz tendenziell die Zinsen etwas niedriger sind, durch die Zinsparität würde man eine entsprechende Währungsrendite auf den Fremdwährungen erwarten. Das ist einfach die Idee, die da dahinter steckt. Diese Volatilitätszahlen sind in Schweizer Franken für die sind genau. Diese Volatilitätszahlen sind dann eben nur anlagespezifisch berechnet, also quasi in gehedged oder anders ausgedrückt in der entsprechenden Lokalwährung. Also wenn ich US-Aktien habe, dann ist die Volatilität der Anlagekategorie quasi betrachtet aus Sicht eines US-Investors oder im Prinzip für uns als gehedged. Ja. Und dadurch, dass wir eben diesen Ansatz durchführen, Trennung von Anlagekategorien und der Währungsexposition, haben wir natürlich hier viel geringere Risiken, als wenn wir ungehedged wären. Dann wäre natürlich das Risiko gegeben durch die gemeinsame Varianz, beispielsweise wenn man US-Dollar-Exposition zugrunde legen würde, wäre das die Varianz der Fremdwährungsobligation plus die Varianz der US-Dollar-Exposition plus zweimal die Kovarianz. Und wir haben vorher eben gesehen, dass die Assets nicht negativ korreliert sind. Und daher wäre das eine enorme Zunahme der Volatilität auf den einzelnen Assets. Und wenn man das eben dann auch auf Gesamtportfolioebene aufkumuliert, hätte man bei der gegebenen Anlagestrategie eine Zunahme der Volatilität des Portfolios von 8,4% auf rund 10,7%. Und das würde bedeuten, dass wir die Sollwertschwankungsreserve auch entsprechend massiv anheben müssten. Also von aktuell 19% müssten wir sie dann auf 25% anheben. Und die ist eben maßgebend für uns für den Teuerungsausgleich. Also wir zahlen den vollen Teuerungsausgleich erst dann, wenn die Wertschwankungsreserve vollständig aufgefüllt ist. Und dadurch, dass man eben sich im Prinzip keine Mehrrendite erwirtschaftet erhoffen kann über die Fremdwährung, sondern nur Volatilität über die Zeit, macht das eben Sinn, das Risiko zu eliminieren. Dann könnte man auch das Ganze noch in Form von einer Risikofaktorenanalyse berücksichtigen. Das heißt, gegeben unseres Ansatzes, dass wir eine Zielexposition für die Fremdwährung definiert haben, macht das Währungsrisiko an unserem Gesamtportfolio nur noch 3,5% aus. Also das wird berechnet über die Varianz-Kovarianz-Matrix und es wird berechnet hier, wie viel Beitrag zur Gesamtvolatilität des Portfolios tragen die einzelnen Anlageklassen bei. Und vielleicht noch ein kleiner Exkurs nebenbei, sieht man natürlich das, was beinahe alle Anleger betrifft, das enorme Equity-Risiko, das bei uns eben auch rund 75% beträgt. Das sind im Prinzip die riesigen Aktien Ausland, Aktien Emerging Markets, Private Equities und immer noch dazu Commodities, die ein hohes Equity-Risiko eigentlich auch noch haben.
dann sind wir bei über 75% Equity-Risiko auf dem Portfolio. Und ja, das ist eben noch ein Nebeneffekt, den man hier sieht. Weshalb betreiben wir keine vollständige Absicherung? Ich habe es vorher schon mal angedeutet, wir haben für die einzelnen Währungen eine gewisse Zielallokation definiert. Der primäre Effekt ist einfach die Vermeidung von Netto-Short-Positionen. Also nehmen wir die Idee, nehmen wir mal das Beispiel, wir hätten nur eine einzige Aktie im Portfolio, die hätte einen Wert von 100 US-Dollar und wir würden die absichern. Das heißt, wir würden Dollar auf Termin, sagen wir jetzt mal einen Monatshorizont, verkaufen im Wert der Aktie, also im Wert von 100 US-Dollar. Dann schwankt aber die Aktie innerhalb vom Monat und nehmen wir an, sie hat am Ende vom Monat nur noch einen Wert von 90 US-Dollar. Dann hätten wir 100 abgehedged oder müssten 100 Dollar im Prinzip liefern am Zeitpunkt. Die Aktie hätte aber nur noch einen Wert von 90 Dollar, das heißt, wir wären in dem Fall überhedged. Und wir glauben eben, dass gemäß BVV, glauben heißt, das ist eine Richtlinie, keine Vorgabe. Wir glauben aber, dass Netto-Short-Positionen verboten sind und daher halten wir diese Zielexposition. Sekundär, aber eben nicht zu vernachlässigen, ist ein zweiter Effekt, nämlich einfach, dass die Absicherung von kleinen illiquiden Währungen zu teuer ist, verhältnismäßig zu teuer ist, das führt man dann nicht durch oder auch gegebenenfalls unmöglich ist. Hier ein Bild von der Währungsallokation, das recht aktuell ist. Heute haben wir den 28. Das ist dann also von etwas mehr als einer Woche. Die zugrunde liegende Währungsexposition sehen Sie hier durch die roten Balken. Und das heißt, wir haben eigentlich einen Anteil Schweizer Franken von rund 35%, wenn wir den Währungshedge außer Betracht lassen. Und nach Währungshedging sind wir eben ziemlich nah an dem, was wir eigentlich in der Strategie definiert haben. Das schwankt natürlich immer leicht, aber aktuell wären wir etwas über 88% gehedged. Ja? So kann man es bei den Überlegungen des Neutralen-Hedges auch bedanken, dass man den runtersetzt. Also Sie sind da ungefähr bei 88. Ja. Dann haben wir den Neutralen-Hedge auf 50. Ja. Und dann die anderen 50 hedge man dynamisch oder aktiv. Da komme ich nachher noch dazu. Also wir haben eigentlich relativ schlechte Erfahrungen mit aktivem Management in der Vergangenheit gemacht und auch mit eigenen Währungswetten, das will ich nachher noch aufzeigen. Und daher haben wir gesagt, ja, wir lassen das lieber sein und machen einen rein passiven Ansatz. Die simple Annahme, wir gehen auf 90, 88, damit wir nicht short sind. Genau, genau. Genau, also man hat das wirklich ausgeblendet, man hat gesagt, Taktik intern, wenn die Anlagekommission wirklich ein View hat, dann führt man es ab und zu noch durch. Die Erfahrung, die man jetzt kürzlich gesehen hat, vielleicht ist das nicht so klug, vermutlich lässt man das in der Zukunft dann eher sein. Aber der Ansatz ist wirklich so, dass man sagt, man bleibt vom aktiven Element fern und ja, man führt das wirklich dann rein nach dem Prinzip so viel Hedging wie möglich durch. Ja, also vorher vergessen, die Fragen zu wiederholen. Also die Frage war hier, welche Instrumente setzt man ein, um das Currency Hedging zu machen? Da haben wir natürlich unseren Währungsspezialist hier drin. Aber nein, die Kontrakte, die wir verwenden, sind Forward-Kontrakte, Future-Kontrakte. Der Benchmark sind Ein-Monats-Forward-OTC-Kontrakte. Wir haben einen neuen Benchmark definiert, der eben aufgrund des Libor-Skandals jetzt wirklich weggeht von den Libor setzen, sondern nur noch auf Forward Rates von WM Reuters letztendlich und Spotkurse spezifiziert ist. Das war in den letzten Monaten eine große Arbeit, aber das ist jetzt abgeschlossen. Und also der Benchmark sind quasi dann ein Monats Forward Kontrakte in den einzelnen Währungen. Der Währungsmanager ist aber frei, ob er Future oder Forward Kontrakte einsetzt, bis zu einer Laufzeit von maximal 6 Monaten. Und Swap-Kontrakte werden aktuell nicht eingesetzt, aber wären theoretisch laut IMA auch möglich. Und ja, eben das ist die Währungsallokation vor und nach Currency Hedging, wie sie aktuell bei uns im Portfolio aussieht. Jetzt eben die historische Entwicklung und da ich da nicht ganz führend bin, will ich da relativ kurz drüber gehen. Ich weiß, dass wir in der Anlagestrategie 1998 noch überhaupt keine Währungsabsicherung betrieben haben.
Ab 2002 hat man dann den Hedge-Ratio-Ansatz betrieben, den ich vorher kurz definiert habe, dass man also pro Anlagekategorie gesagt hat, diese Anlagekategorie in der Währung will man zu diesem und diesem Prozentsatz abhedgen. 2008 ist man dann, und glücklicherweise eigentlich ein relativ guter Zeitpunkt, ist man quasi auf das volle Hedging gegangen. Das heißt, wir haben eine Hedge-Ratio von rund 80%. Jetzt haben wir vorher gesehen, Fremdwährungsexposition ist 10%, beziehungsweise Schweizer Frankenexposition 90%, wieso Hedge-Ratio 80%. Ja, die Hedge-Ratio ist einfach definiert als abgesichertes Volumen durch Fremdwährungsvolumen. Und das ist natürlich dann geringer, also der Absicherungsgrad geringer, als wenn ich das Gesamtportfolio betrachte, wo eben ohnehin schon Schweizer Frankenwährung enthalten ist. Aber im Prinzip ist das konkurrent. Also ist einfach der Quotient abgesichertes Fremdwährungsvolumen durch Fremdwährungsvolumen. Und in der Anlagestrategie 2012 haben wir eben das noch etwas gestärkt. Also jetzt ist das die Hedge-Ratio über 80%. Grund ist, dass wir jetzt noch Währungen, beispielsweise auch aus dem Emerging-Market-Bereich, die über zum Beispiel ein Festkurssystem, was relativ einfach monitorbar ist, an eine bestimmte Hardwährung oder sagen wir mal Groß- oder Hauptwährung gebunden ist, indirekt absichern. Werde ich auch nachher nochmal kurz dazukommen. Ja, das ist genau jetzt schon der Fall. Also im Prinzip wollen wir Währung so weit als möglich absichern, wenn dies operational nicht möglich ist oder aufgrund der Zinsdifferenz zu teuer erscheint, streben wir, wenn möglich, eine indirekte Absicherung an. Und dabei handelt es sich um Währung, die im Prinzip einerseits eine relativ geringe Exposition in unserem Portfolio aufweisen und eben Voraussetzung indirekt an ein stabiles Festkurssystem gebunden sind. Das Monitoring ist dann relativ einfach. Man muss eben nur schauen, ist das Festkurssystem noch valid. Sowas liest man im Regelfall in der Zeitung, und wenn es Diskussionen gibt bei Hardpacks, dass die aufgelöst werden, dann liest man das auch schon vorher in der Zeitung, weil dann gibt es meistens eine Krise oder eine Entwicklung, die darauf hindeutet, beispielsweise das Currency Board in Argentinien. Dann muss man eben spätestens den Hedge auflösen. Gleichzeitig haben wir natürlich auch noch Alerts eingerichtet, das heißt, wenn wir sehen, dass der Wechselkurs zu stark von der zentralen Rate oder von der Festkursdefinitionsrate abweicht, dann würden wir den indirekten Hedge wieder zurückfahren. Das Monitoring ist unserer Meinung nach relativ simpel. Wir denken, dass das konform ist mit dem BVV2, nämlich BVV2 oder die Richtlinie sagt, dass Engagementreduktionen, bei denen der Basiswert und Derivat nicht übereinstimmen, sind dann erlaubt, falls sich die beiden in einem repräsentativen Umfang gleichläufig verhalten. Also das heißt, eine hohe Korrelation aufweisen. Ist natürlich klar, wenn eine Währung eine andere Währung mit dem Festkurssystem verbunden ist, je nachdem wie stark das Festkurssystem ist, sind die nahezu voll korreliert. Also Hongkong ist ein Beispiel, was wir absichern. Das ist natürlich ein extrem festes Währungssystem. Hongkong hat ein Currency Board seit über 20 Jahren und der Wechselkurs hat sich plus minus 1% von der zentralen Rate seit dieser Einführung des Currency Boards bewegt. Das heißt, das ist relativ einfach monitorbar, relativ stabil und relativ billig indirekt absicherbar. Der chinesische Yuan, den haben wir auch indirekt über den US-Dollar abgesichert. Hier haben wir jetzt kein Festkurssystem, sondern auf Englisch sagt man Crawling Peg. Ich habe es versucht auf Deutsch irgendwie zu übersetzen. Man würde sagen fester, aber anpassungsfähiger Wechselkurs. Das heißt, man lässt schrittweise eine stufenweise Aufwertung zu, aber hält im Prinzip den Kurs oder steuert den Kurs relativ fix gegenüber den US-Dollar. Das heißt, diese Aufwertung ist nicht immens hoch, sondern kontrolliert und bringt eigentlich dann natürlich noch eine gewisse Bonus-Return. Also man hedgt das US-Dollar-Risiko ab und profitiert von der Aufwertung der chinesischen Währung gegenüber dem US-Dollar. Ähnlich hedgen wir die dänische Krone ab. Die könnte man natürlich verhältnismäßig auch relativ billig direkt absichern. Aber die Zinsdifferenz Dänemark-Schweiz war eben höher in der Vergangenheit, ist glaube ich auch noch höher als Euro-Schweiz. Und Dänemark nimmt dann im europäischen Währungsmechanismus 2 teil. Das heißt, die Währung schwankt ebenfalls relativ gering gegenüber dem Euro
Und daher sichern wir die dänische Krone unserer Meinung nach billiger indirekt über den Euro ab. Zur Umsetzung von der Währungsabsicherung. Wir verfolgen eben, das war ja eine Frage vom Anfang, seit 2008 einen passiven Ansatz in der Währungsabsicherung. Und die Frequenz oder die Steuerung des Absicherungsvolumens findet monatlich statt. Das heißt, wir haben ein tägliches Positionsfile von unserem Custodian, wo wir täglich das Vermögen relativ gut einsehen können. Wir haben auch ein Währungsexpositionstool berechnet, wo man dann auch täglich überprüfen können, sind die Ratios alle noch entsprechend in line mit den Vorgaben oder müssen wir vielleicht ein Intermonth Rebalancing anpassen. Durchführen. Das ist eben eine außerplanmäßige Anpassung, die kommt durchaus ab und zu auch mal vor. Die kommt nämlich genau dann vor, wenn wir beispielsweise innerhalb vom Monat Restrukturierung durchführen. Also kürzlich haben wir das Inflations-Linked-Bond-Mandat etwas reduziert, um operative Liquidität zu schaffen. Dann hat sich natürlich die Währungsexposition entsprechend verschoben, muss man innerhalb des Monats eine gewisse Anpassung durchführen im Currency-Hedging. Oder natürlich, wann das auch vorkommt, sind bei großen Marktbewegungen. Was wir vorher gesehen haben, wenn eben beispielsweise die Aktienmärkte, wo man einen relativ hohen US-Dollar-Anteil haben, schlecht performen, wie das jetzt letztes Jahr im Herbst war, dann ist der Fall, dass die zugrunde liegende Währungsexposition natürlich geringer wird, der Hedge immer mehr an die kritische Phase rankommt, wo man in eine Short-Position reinlaufen könnte und dann handelt man eben. Und die Überwachung, die findet quasi durch unser internes Team und gleichzeitig durch den Global Custodian statt. Das heißt, wir überwachen mit dem Custodian auf wöchentlicher Basis die Hedge Ratio. Das heißt, beziehungsweise wir haben eben eine Zielexposition, die tatsächliche Exposition. Und wenn der Quotient tatsächliche Exposition durch Zielexposition kleiner 50% ist, dann gehen die Alarmglocken an. Dann heißt es, vielleicht ist in den nächsten Tagen ein Intermonth Rebalancing notwendig. Und wenn man dann tatsächlich noch weiter runterfahren würde, dann wird man sagen, okay, jetzt ist uns zu riskant, dass man in eine Short-Position reinläuft. Jetzt geben wir dem Währungsmanager entsprechende Anweisungen, dass das Hedge-Volumen angepasst werden muss. Das ist die Idee, die wir dann hier durch die Kontrolle verfolgen. Und natürlich, wenn der Quotient negativ ist, dann wären wir in einer Short-Position. Wir sind der Meinung, dass eben gerade diese Methodik, Berechnung der Hedgevolumen, monatliche Steuerung, eine ausreichende Frequenz ist, auch mit der Definition der Zielallokation, dass wir damit recht gut über die Runden kommen und die Währungsallokation auf Gesamtportfolioebene hinreichend genug exakt steuern. Das heißt, mit der Methode können wir eigentlich substanzielle Over- und Unterhedgings nahezu vermeiden und bei großen Restrukturierungen, vor allem in der Vergangenheit in den Bondmandaten auch stattgefunden haben, haben wir dann immer manuell vor so einer Umstrukturierung berechnet, wie sieht das zukünftige Währungsexposure aus und haben dann entsprechend die Währungsmanager schon konstruiert, dass es auch in solchen Fällen eigentlich nie dazu gekommen ist, dass man in einer Short-Position gelandet ist. Zur Umsetzung der Währungsabsicherung. Währungsabsicherung ist auf zwei Mandate verteilt. Die beiden Mandate sind symmetrisch aufgesetzt. Das heißt, das Absicherungsvolumen und das Währungsuniversum ist vollkommen identisch an die Währungsmanager aufgeteilt. Wir haben einen identischen Benchmark und das ermöglicht eine einfache Kontrolle des Währungsmanagers. Das heißt, wir können einfach die Performance der beiden Manager, die einen relativ unterschiedlichen Ansatz verfolgen, vergleichen. Und was wir in der Vergangenheit auch gesehen haben, ist, dass die Performance der beiden Manager extrem eng beieinander liegt. Das hat uns dann wirklich überrascht, dass man wirklich so eine so nahe Performance gefunden hat. Gewisse Flexibilität besteht eben innerhalb der Währungsabsicherungsmandate, was Sie am Anfang gefragt haben. Wir haben nämlich nicht explizit vorgegeben, ja, verwendet jetzt nur einen Monat Forward-Kontrakte, sondern Sie haben einen gewissen Spielraum bei der Auswahl der Instrumente und Sie haben einen gewissen Spielraum auch über Cross-Hedges. Also wenn wir beispielsweise den koreanischen Won, der auch bei uns im Währungsabsicherungsprogramm enthalten ist, wie der dann letztendlich abgesichert werden soll durch den Manager, bleibt dem Manager überlassen. Sie können Cross-Hedge über den Euro oder über den US-Dollar machen. Also im Benchmark ist es klar über den US-Dollar definiert, aber der Währungsmanager ist im Prinzip frei, muss eben die Tracking-Error-Vorgabe einhalten. Das ist die einzige Restriktion, die da gegeben ist. Das heißt, im Prinzip gibt es theoretisch Möglichkeiten hier, dass Unterschiede auftreten, aber die Performance ist wirklich sehr nah.
Was wir trotzdem planen, ist einfach aufgrund der Aufsetzung unserer Währungsabsicherungsmandate eine Überwachung der FX-Transaktionen. Das heißt, aktuell findet eine Ausschreibung statt und da geht es einfach darum, den Check auf Best Execution zu haben. Das ist im Prinzip eine Empfehlung von unseren Advisern, die eigentlich zunächst mal aus operativen Gründen kam. Man wollte die operativen FX-Transaktionen monitoren. Und dann hat man gesagt, wenn man die operativen aufsetzt, dann macht das eigentlich auch nicht viel mehr Aufwand, auch gleich die Currency-Hedging-Mandate ebenfalls zu überwachen. Und daher kommt das. Weil wir, wie gesagt, durch den Performance-Vergleich eigentlich schon recht zufrieden mit, mit der Entwicklung sind. Hier nochmal die Performance der Pensionskasse Stadt Zürich mit und ohne Währungshedge über die vergangenen 10 Jahre und Sie haben jetzt sicher die Historie von vorher noch im Kopf. Natürlich machen wir seit 10 Jahren kein volles Währungshedging, das ist jetzt künstlich zurückgerechnet unter der Annahme volles Hedging versus unhedged. Und was man hier schön sieht, ist eben, dass man tatsächlich also die roten Balken ist der ungehedgte Fall. Die roten Balken haben eben sehr viel stärkere Ausschläge, das heißt die Volatilität ohne Währungsabsicherung ist deutlich größer. Und was man auch hier schön sehen kann, ist eben der Safe-Haven-Effekt, nämlich immer genau dann, wenn eigentlich die Märkte schlecht laufen, dann profitiert der Schweizer Franken durch die Flucht in den sicheren Hafen und dann ist ein Währungshedge sinnvoll. Und für eine Pensionskasse, und das ist eben auch nochmal mit ein Motivationsgrund, warum Währungsabsicherung, ist natürlich genau in schlechten Phasen sinnvoll, dass man gewissen Kapitalschutz durchführt. Das macht man ja über sämtliche dynamische Ansätze. Aber natürlich auf der Währungsebene ist es ebenfalls wichtig, dass man da den Kapitalschutz dann hat. Und wenn eben der Safe-Haven-Effekt über zahlreiche Jahre, Jahrzehnte evident ist, dann ist es eben ratsam, eine Währungsabsicherung in dem Sinne durchzuführen. Entsprechend, wenn man natürlich risikofreudige Phasen haben, dann kommt es vor, dass unhedged eine bessere Performance bietet. Mit der Währungsabsicherung konnte jetzt in den vergangenen Jahren unsere Volatilität signifikant auf dem Portfolio reduziert werden. Wenn man das jetzt auf der 100% hedged Basis berechnen würde, dann hätte man gemäß der Daten über die vergangenen 10 Jahre eine Reduktion der Volatilität auf dem Gesamtportfolio von rund 1,2 Prozentpunkte erzielt. Und die kumulierte Performance, da sieht man eben auch den Riesenunterschied des ja, vielleicht extremen letzten Jahrzehnts, dass die kumulierte Performance eben mit Währungsabsicherung bei rund 33,7% seit 2000 bzw. seit 2005 bei knapp 30% lag. Und eben vor allem seit dem Zeitraum von 2000 signifikant drunter lag. Aber was wir langfristig erwarten, das hat man ja vorher auch schon aufgrund unserer Formulierung der Renditeerwartung gesehen, ist, dass Währung oder Fremdwährung im Prinzip renditeneutral sind. Das heißt, sie führen zu Schwankungen über die Zeit, aber haben keinen Einfluss auf die Entwicklung der Gesamtrendite. Wie gesagt, der kürzere Zeitraum ja, das bezeugt das Gegenteil. Das war aber ein sehr politisch getriebenes Umfeld und natürlich auch ein sehr instabiles Umfeld und da war eben der Safe-Haven-Effekt dominant. Kommen wir nochmal zu der Frage, die dann ganz am Anfang gestellt worden war. Wie sieht das aus mit aktivem Währungsmanagement? Haben wir da gewisse Erfahrungen gemacht und wäre es dann nicht sinnvoll, 50% passiv, 50% aktiv umzusetzen, um vielleicht da noch gewisses Renditepotenzial auszuschöpfen? Und hier sind wir der Meinung, dass kurzfristige Bewegungen oder kurzfristige Wechselkursentwicklungen kaum prognostizierbar sind. Kurzfristig ist es eben häufig politisch getrieben, sentimentgetrieben und da gibt es schnelle Shifts. Mittel- bis langfristig, ich komme eben von meinem Background auch von der theoretischen Seite. Gibt es genügend Modelle, die Wechselkurse erklären, wo es auch statistische Analysen gibt, die die Wechselkursentwicklung eben auch nicht sehr gut, aber relativ gut erklären können. Einfache Modelle sind die Kaufkraftparität oder Zinsparität oder das Dornbusch-Overshooting-Modell. Da gibt es so verschiedene Ansätze, um Wechselkursentwicklung zu erklären. Und in der langen Frist können sie zumindest relativ gut die Währungsentwicklung erklären. Erfahrung mit der PKZH ist, man hat früher ein aktives Währungsmandat gehabt. Man hat eigentlich gesehen, dass die Rendite kumuliert negativ war über mehrere Jahre. Dann hat man das aufgegeben. Man hat sich dann selber auch getraut, Wechselkursprognosen zu machen. Also
Das ging gut im Fall Japans. Ich werde gleich nochmal drauf eingehen. Das ging zweimal schlecht mit dem Euro. Vielleicht zunächst die Performance der aktiven Manager. Das war eben die von 2004 bis 2007, der aktive Ansatz des Währungsmanagements. Und man hat wirklich gesehen, dass hier die kumulierte Performance dann über den Zeitraum negativ war. Irgendwann hat man dann gesagt, okay, das macht wirklich keinen Sinn, einen aktiven Ansatz zu wählen, mehr Geld zu bezahlen, als wenn man einfach einen passiven Ansatz wählt, der im Prinzip nur einen sicheren Verlust bringt in Höhe der Zinsdifferenz. Japan wurde eine Wette dann aufgesetzt in den Jahren 2006 bis 2008. Hier war einfach die Idee, dass man die langfristige Wechselkursentwicklung untersucht hat. Man hat gesehen, sie schwankt immer eigentlich um das Verhältnis Schweizer Franken durch 100 japanische Yen von 1. Man hat einerseits dann eben ein Mini-Reversion im Hinterkopf gehabt, andererseits hat man den fundamentalen Wechselkurs gemäß Kaufkraftparität berechnet, der eben auch ungefähr bei 1 war. Und dann hat man gesagt, als der Yen dann signifikant gegenüber dem Schweizer Franken abgewertet hat, dass man die Yen-Exposition erhöht und davon profitiert, dass man irgendwann wieder gegen den gleichgewichtigen Wechselkurs konvergiert. Und das hat da wirklich relativ gut geklappt. Man hat da also eine relativ gute Performance von über 10% erzielt im betrachteten Zeitraum. Man hat aber, wie man auch sieht hier, in der Zwischenzeit eine gewisse Geduld aufbringen müssen und Volatilität eingefangen. Aber letztendlich hat sich diese Wette hier tatsächlich ausbezahlt. Euro-Wetten waren zweifach erfolglos. Die erste war eben auch 2009, das konnte ich aus Dokumenten nachlesen, war selber da noch nicht beteiligt. Hier ging es darum, dass man gesehen hat, Mai 2009, dass die SNB mehrfach versucht hat, den Schweizer Franken über einem bestimmten Niveau zu halten, hier über dem Niveau von 1,50. Dann hat man gesagt, okay, jetzt erhöht man die Euro-Exposition und wenn der Wechselkurs dann relativ schnell, weil man eben die Interaktion gespürt hat, wieder bei 1,60 ist, gibt man den Hedge oder fährt man den Hedge wieder auf die Zielexposition hoch. Hat man gesehen, das dauert zu lang, das kommt nicht, hat man die Vermutung gehabt, zum Glück die Vermutung gehabt, ja, vielleicht kann sich es dann auch über die Zeit nicht halten durch die Devisenmarkttransaktion und hat den Hedge dann entsprechend wieder erhöht. Die zweite Euro-Wette, die kam oder war im vergangenen Jahr, beziehungsweise ja, jetzt ungefähr vor einem Jahr hat die SNB ja die feste Wechselkursuntergrenze bei 1,20 eingeführt. Zunächst waren wir skeptisch, ob nicht spekulative Attacken in der Anfangsphase stattfinden können und die Zentralbank den Kurs nicht halten kann. Nachdem sich dann der Wechselkurs von der Untergrenze wegbewegt hat und vor allem die SNB dann noch die Diskussion mit der Anhebung der Wechselkursuntergrenze zur Stärkung der Glaubwürdigkeit in Diskussion gebracht hat, hat man dann einfach eine Risikoabwägung gemacht. Man hat dann überlegt, ja, wenn jetzt wirklich der Hedge, wenn die Wechselkursuntergrenze jetzt wirklich angehoben wird, dann hätten wir eigentlich einen relativ negativen Effekt, vielleicht auch gegenüber anderen, die dann die Hedge-Ratio niedriger haben. Da hat man gesagt, okay, in der Form will man die Hedge-Ratio etwas reduzieren, hat dann den Euro-Hedge auf 50% reduziert, also die Zielexposition auf 6,5% des Gesamtportfolios nach oben gesetzt. Dann hat man, wir kennen die Entwicklung, die Euro-Krise hat sich verschärft, man hat immer sehr nah an der Untergrenze verharrt. Wir haben das intern gemonitort, also jede AK-Sitzung jeden Monat ein Papier vorbereitet mit der Begründung, warum wir den Hedge weiter aufrechterhalten sollen oder warum nicht gegebenenfalls. Und als dann an Ostern die Untergrenze erstmals durchbrochen wurde und man dann sich gefragt hat, wieso verteidigt die SNB eigentlich die Untergrenze nicht bei 1,21, wo man dann irgendwie einen gewissen Puffer hat, sondern genau bei 1,20 und die Entwicklung der Devisenreserven auch gesehen hat, hat man dann irgendwann gesagt, okay, jetzt wird es uns zu brenzlig, wir gehen wieder auf die Zielexposition. Und so sieht man eben, zweimal hat man hier versucht, eine taktische Wette oder taktische Expositionierung einzunehmen. Zweimal ist es schief gelaufen und daher ist man jetzt wirklich zum Schluss gekommen, dass man das schön passiv durchhält an entsprechender Zielquote. Vielleicht noch kurz eine Zusammenfassung. Was ist unsere Zielsetzung? Also wir durch das Currency Hedge Overlay versuchen wir wirklich eine Grundlage zu schaffen für einen bewussten Umgang mit Währungsrisiken. Also wir können die Währungsrisiken wirklich exakt durch die Festlegung der Zielexposition auf dem Gesamtportfolio definieren
Und wir haben eine klare Trennung von Anlage- und Währungsrisiken. Wir formulieren in unserer ALM-Studie, aber auch in allen Reports, die Renditen der Währungs- oder der ausländischen Anlagen quasi auf vollgehedgter Basis und haben dann die Währungs- oder die Währung noch als eigene Anlagekategorie, die einen gewissen Performance-Einfluss hat. Das heißt, dann sehen wir beispielsweise im Reporting Anlagekategorie Aktien Ausland plus 3%, Anlagekategorie Fremdwährungsobligationen plus 2,6% und unten steht dann noch Performance Fremdwährung zum Beispiel minus 3%. Also das ist dann wirklich so separat aufgeführt. Und was wir eben gesehen haben, ist eine aktive Steuerung der Währungsrisiken ist schwierig und vor allem, weil eine Annahme oder eine wissenschaftliche Fundierung eigentlich auch von der Währungsprämie fehlt, Währungsrisikoprämie fehlt, sind wir jetzt wirklich auf den vollpassiven Ansatz fokussiert. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit und stehe jetzt natürlich gern noch für Fragen zur Verfügung. Genau, also die Frage war die Kosten der Währungsabsicherung. Und die Kosten der Währungsabsicherung, die sind natürlich eigentlich endogen bestimmt. Das ist einfach durch die Zinsdifferenz gegeben. Und aktuell ist das natürlich relativ günstig, weil beinahe alle Industrieländer dasselbe kurzfristige Zinsniveau, nämlich null, mehr oder weniger haben. Und dann ist das mehr als vernachlässigbar. Das sind dann ein paar Basispunkte, die dann der Währungsmanager verdient, aber wirklich auf der Zinsdifferenz fallen aktuell keine großen Kosten an. Aber natürlich, die Kosten sind die Zinsdifferenz. Ja, danke. Ich habe mich ganz sicher was verstanden, aber die 10% Währungsrisiken, die Sie noch haben, ja. Ist das die Diversifikationseigenschaft oder eher das Risiko, das Sie eben reduzieren wollen, dass Sie überhedged sind? Ja. Die 10%, ja. Genau, die 10% Exposure, das sind, wenn wir nochmal zurückgehen, das sind eben die blauen Balken, also Schweizer Franken außen vor genommen, das sind die blauen Balken, die wir einfach aus operativen Gründen halten müssen. Die machen insgesamt rund 6,5% auf, wenn man die aufsummiert. Und 3,5% sind Risiken aus Emerging Markets und da ist man eigentlich, wie Sie sagen, beiderseitig. Man sagt, einerseits kann man sie nicht absichern, ist zu teuer oder ist nicht sinnvoll abzusichern, ist zu teuer. Und andererseits erwartet man da tendenziell eher über die Zeit eine Aufwertung. Das heißt, im Prinzip steckt da beides dahinter. Wenn Sie ein Constraint des Overhedging nicht hätten, würden Sie ein Dollar 100% hedgen. Das ist nicht eine Diversifikation, die dort zum Nein. Erklärt haben. Es gibt keine oder Risiken. Nein, also. Genau, also im Prinzip, wie ich es vorher versucht habe zu erklären, die Puffer, die man hier verwendet, sind auf dem Value at Risk basiert. Und die sind dann sozusagen minimal, um Intermonth Rebalancing mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit zu verhindern. Und dann gibt man sich eben noch einen gewissen Puffer drauf, aber der ist nicht aus taktischen Gründen, sondern nur operationell. Aber das ist dann die Motivation, dass man wirklich sagt, ja. Jetzt, wenn alle Schweizer Investoren dieselbe Annahme haben und die Schweizer Volkswirtschaft ein Current Account Surplus hat und alle wollen die Währungsrisiken hedgen, ja. Ist es kein, ist es, die Balance nicht gegeben. Und es gibt keinen schlussendlich Risk-Taker, aber die Schweiz ist Kapitalexporteur. Und ist das nicht ein Widerspruch zu der Frage der Risikoprämie? Also wir haben ein System, und das ist, glaube ich, so im September letztes Jahr war genau die Situation, niemand wollte mal die Euro-Risiken nehmen, ja. Aber die Schweiz ist nach wie vor Net-Exporteur zum Euroland, also muss im Prinzip Euro halten. Und irgendjemand muss die Euro halten. Und dann die Essen werden das übernommen. Ja. Aber wenn jetzt die Essen mal direkt wehren, sagt man das Währungsrisiko, wenn ich keine Währungsprämie bekomme. Also im Prinzip trägt das jetzt natürlich die S&P. Ja, ich meine, dadurch, dass alle Pensionen, und das ist ja mit ein Grund, warum die S&P so viele Devisenreserven hat. Ja, jeder hat dann. Die S&P verkaufen und dann muss irgendjemand diese Euro nehmen, solange die Schweiz
ein Current Account Service dort mit dem Euroland. Oder es gibt eben eine Attacke in der Richtung hin, dass sich der Wechselkurs von Natur aus wieder anpasst. Das heißt dann, dass es im Prinzip eine Abwertung des Schweizer Franken geben müsste, wenn man dann eine stärkere Nachfrage der Euros als der Privat. Wie bis es zu dieser Abwertung kommt, muss irgendjemand diese Exposure tragen. Und wenn alle Investoren in der Schweiz zu dieser Meinung kommen, dann wird niemand dieses Exposure tragen. Und dann haben sie keine Balance im System. Es findet kein neutralen Punkt. Und also bin ich mir nicht ganz sicher, ob das dieser Ansatz insgesamt, diese Annahme dann schlussendlich drauf geht. Das ist eine gute Frage. Also wenn die SNB natürlich die Devisenreserven loswerden will, dann muss ein anderer Käufer sie finden. Wenn der sie nicht findet, dann muss sie entsprechend den Wechselkurs so anpassen, bis sich ein Käufer findet über den Markt. Das ist, denke ich, die Lösung. Gibt es vielleicht eine Undervaluation vom Euro zum Franken? Genau. Und dann bekomme ich eine Prämie, damit ich den Euro investieren darf. Richtig. Und dann hätte man eine Risikoprämie und dann wird es Anreize geben, dass einige vom Hedge abweichen und die würden dann die Risiken nehmen. Aber das ist in einem Inbalance-System, muss es eine Risikoprämie geben. Ja. Wenn keine Current Account Service am Kredit stehen, also ja, keine vorgeschaffenen Phase heranstehen, dann gibt es. Ja, macht es. Ist keine Prämie notwendig, aber wenn eine Inbalance besteht, braucht es eben eine Prämie, dann irgendjemand muss es Risikoprämie. Ja, macht im Prinzip Sinn. Hier ist natürlich wieder die Frage, erstens das Timing, wann kommt so ein Effekt? Und zweitens, man ist ein Einzelplayer und spielt gegen viele andere. Und als Einzelplayer abweichen gegen alle andere. Das haben die bei der Aktienprämie auch. Sie wissen nicht, wann die entscheiden. Das ist so, ja. Die anderen, die auch eine Prämie haben. Genau. Ja, aber wie gesagt, vielleicht müsste man sich das mal überlegen, aber ich denke, wir sehen einfach aktuell die Risiken ganz hoch ein. Ja, aber das ist eine interessante Frage. Das stimmt nicht ganz genau, weil die SNB muss dann auch nehmen, dass es vielleicht Inflation gibt oder halt Hyperinflation. Ja. Man kann momentan sagen, oh, okay, es scheint halt so, aber es ist kein Risiko. Ja, also das ist, genau. Das ist dann theoretisch momentan. Aber ja. Das ist schon das, was ich auch am Anfang gemeint habe. Ich meine, man braucht eine reale Abwertung. Ja. Und die kann entweder kommen, indem die Zentralbank dann den Kurs steuert entsprechend, genau. Oder sie kommt eben durch Inflation, wie Sie sagt. Und das ist. Die Abwertung wird irgendwann kommen, aber ich als Risikoträger weiß, dass die Abwertung kommt. Also wenn ich nur Euro schlussendlich halte, wenn ich langfristig eine Prämie bekomme, genau. Das Risiko. Oder umgekehrt, oder ein Land wie Australien, die sehr lange Körperkrankdefizit gefahren haben, müssen das finanzieren. Mhm. Und sie sehen auch ganz langfristig, dass over the long run in Australien-Dollar, also Schweizer Franken, sie eine Prämie erhalten haben, weil sonst kann Australien ihr Körperkrankdefizit irgendwann nicht mehr finanzieren. Und ich als Risikoträger bin nur bereit, in australische Dollar zu investieren, wenn ich over the long run eine Prämie bekomme. Ja, genau. Wenn sie systematisch ein Körperkrankdefizit. Ja, genau. Also die Abwertung wird irgendwann kommen, aber wenn ich ja das weiß und es ist ein Risiko, wieso soll ich das Risiko tragen, dann nimmt niemand das Risiko und dann haben sie keine Balance im System zwischen zwei Volkswirtschaften, die nicht ausgeglichen sind. Irgendjemand muss das Risiko nehmen. Das ist richtig. Ich denke eben einfach, da hat man wieder den Trade-off zwischen kurz- und langer Frist. Ja. Also kurzfristig will ich eben die Volatilität nicht haben, daher sichere ich ab. Genau. Das ist also bei Aktien auch, sie haben 10 Jahre keine Rendite, aus den letzten 10 Jahren, es ist ein Trade-off zwischen kurz und lang. Das ist richtig. Aber diese Arbeit muss ja nicht kommen, wenn sich die Ungleichgewichte wirtschaftlich wieder ausgleichen. Also wenn jetzt, wir sehen jetzt, die Volkswirtschaften sind jetzt in einem Ungleichgewicht. Wenn sich das Ungleichgewicht wieder ausgleicht, dann ist es. Das genau. Dann haben Sie hier eine Aufwertung. Ja, ich sage eben, der Trend ist da eher, dass mittelfristig eine Aufwertung des Euro stattfindet versus
an der Abwertung des Dollars. Weil die Verschuldung im Dollar viel größer ist, proportional. Ja, genau. Also das ist genau das Argument der SNB. Ja. Wir laufen das Risiko nicht. Eben, und Ihre Annahme war natürlich, wenn man konstant den Überschuss halten würde. Und die Annahme per se ist natürlich wahrscheinlich das Problem, weil es gibt natürlich eine natürliche Anpassung, deswegen greift ja die SNB auch ein. Wenn sie nicht eingreifen würde, hätte man wahrscheinlich ein massives Zahlungsbilanzdefizit letztendlich. Auch wenn Sie das heute wissen, dann werden Sie keine Höhe halten. Und wenn Sie auch verkaufen möchten, und dann haben Sie ein Problem, dass ich keine Risiken. Zum Glück weiß man das nicht. Bis er auf ein Niveau ist, wo eine freie Einpreis ist für dieses Risiko. Ja. Oder Longrun muss es in diesen Situationen ein Respekt geben, ein Bernheim-Rechtling wie ein reiner Aktienhaber. Also das sind wir so ein bisschen diskutieren, aber wir haben auch noch mit die Hilfe und die Größe. Ja, das ist interessant. Und dann werden wir jetzt über Jahrzehnte, bis sich die Gewichte wieder ausgleichen. Oder diese Ungleichgewicht. Dann reden wir nicht über einen Zeitraum. Ist meine Zeit noch gut? Ist meine Zeit noch gut? Oh, okay. Vielen Dank. Das ist ein schulsicherer Regenschirm im Kanal der Äste. Garantiert nicht wegen Stürmen in den Währungsmärkten, aber also für einen gepflegten Preis wäre es schulsicher. Prima, ganz herzlichen Dank. War sehr interessant und gute Unterhaltung. Vielen Dank.